Und damit, guten Tag Leute, Leo hier mit einem neuen Part des Batman Arkham Knight Let's Plays. Es begrüßt uns keiner, aber wir müssen halt zum Filmstudio, weil Gordon wurde gesichtet. Jetzt bin ich mal gespannt, was da drin am Start ist, weil Robin war da drin, das heißt, er hat sich nicht gemeldet und das heißt, er wurde überrumpelt. Mal gucken. Öffnen. Sieht doch eigentlich noch ganz human aus hier. Mal schauen. Tim. Und noch ein Wunderknabe scheidet dahin. Gefällt von einem Superschurken. Wenn es dich tröstet. Glaub kaum, dass er mit meinem unglaublichen Werk mit Jason mithalten kann, oder? Scarecrow wird ihn bestimmt mit Angstgas vollpumpen und dann aufschlitzen. Wie einfallslos. Naja, nur noch du und ich. Was, Batman? Das wahre dynamische Duo. Na na, tupf dir die Tränen ab. Aber wann kapierst du es denn? Immer wenn jemand zwischen uns gerät, sterben die, werden verstümmelt oder dazu Hirn gewaschen, dich zu töten. Kleiner Tipp, alter Kumpel. Wir mögen unsere Differenzen haben, aber du und ich, wir gehören zusammen. Na, ich weiß ja nicht. Suchst du jemanden? Du solltest wissen, dass es nirgendwo sicher ist. Der Commissioner war so erpicht darauf, dich wohin zu verraten, als das Leben seiner Tochter davon abhing. Und jetzt habe ich deinen Robin, ein Vogel im Käfig. Faszinierend, dass deine Ängste dich dazu treiben, deinen engsten Verbündeten in eine Gefängniszelle zu stecken. Nun werden dich deine Ängste dazu bringen, das zu tun, was ich sage. Es gibt eine Lagerhalle in Kingston. Geh dorthin, allein. Dort nimmst du deine Maske ab. Oder deine Freunde werden sterben. Das ist sicherlich nicht so freundlich. Ich wollte jetzt hier schon die ganze Zeit fragen, was passiert ist. Hast du es beobachtet? Was denn? Wie Scarecrow den kleinen vogelnäsigen Loser mitgenommen hat, den du in die Zelle gesperrt hast? Ha! Ja, das habe ich gesehen. War schon witzig, muss ich sagen. War Gordon bei Ihnen? Der Commissioner? Ja, glaub schon. Schwer zu sagen mit all den Blutergüssen im Gesicht. Jemand hat ihn übel zugerichtet. Mr. J wäre stolz gewesen. Okay. Doch nicht so spannend, wie ich dachte. Ich dachte, da würde jetzt irgendwas Sensationelles kommen, aber nein. Gibst du das mit der Maske auf, Betsy? Gut für dich. Du rettest deine Freunde und ich kann ein bisschen Toxin schnuppern. Sekunde. Und wenn Sacke sich dich tötet, nachdem er seinen Spaß hatte? Nee, hab's mir überlegt. Wir müssen nicht gehen. Freunde sind eh total überbewertet. Besonders deine. Die kann man keine 5 Minuten allein lassen, ohne dass sie gekidnappt werden. Ja, das stimmt schon so ein bisschen. Du hast Tim eingesperrt. Er war nicht sicher. Und jetzt ist er das? Er würde für dich sterben, Bruce. Wir alle. Du hast ihn zurückgelassen, schutzlos. Er hatte nicht mal eine Wahl. Sorry, Bruce, aber du musst ihn zurückbringen. Um jeden Preis. Ja, das wollten wir machen. Jetzt muss ich aber mal kurz nachdenken. Müssen wir erst wieder die Mission auswählen, weil ich weiß nicht, wo es hingeht. Zeit für eine Entscheidung, Bats. Lieferst du die Scarecrow aus und bringst uns beide um? Oder soll das neue dynamische Duo die Straßen unsicher machen? Ah, ich glaube, wir machen das mal, ne? Alfred, ich werde mich Scarecrow ergeben. Nur so können wir Robin und Jim noch retten. Treffen Sie Ihre Entscheidung mit Bedacht, Sir. Es könnte kein Zurück mehr geben. Das ist durchaus möglich, würde ich an dieser Stelle behaupten. Na, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Es ist natürlich für Batman wieder in seiner typischen Lage. Was heißt typisch, aber halt, ne? Batman ist ein richtiger Badass, der klatscht alles weg, was lebt. Aber die Sache ist, wenn halt Geiseln genommen werden, dann wird er weich. Und deswegen würde ich auch mal behaupten, wir schauen mal, was jetzt passiert. Was
Was? Bist du irre? Gibst du auf, sind wir erledigt. Wir beide. Es gibt kein Zurück. Warum aufgeben? Wir können da draußen noch so viel Spaß haben. Denk drüber nach. All die Köpfe zum Einschlagen und die Knochen zum Brechen. Es ist, als wäre das der tollste Vergnügungspark. Ich sehe, deine Furcht hat dich überwältigt. Wie passend, dass ich gewinne und Batmans Leben vorüber ist. Nicht wegen dem, was aus deiner teuren Stadt wird, sondern weil du fürchtest, was ich deinen Freunden antue, deiner Familie. Sie sind deine Schwäche, verborgen unter der Oberfläche. Ich bin sicher, du fürchtest, was passiert, wenn ich dir die Maske vom Gesicht reiße. Was werden wir finden? Deine wahre Identität oder den Beweis, dass du ohne Maske nichts bist? Ohnmächtig, machtlos, ängstlich. Leg deine Ausrüstung auf den Tisch. Und wir finden es raus. Oh boy, er meint's also ernst. Jetzt der Truck. Das war's? So wenig hat er nur dabei? Das ist aber kein gutes 3D-Modell. Also ich meine... Hä, kann man wieder aufnehmen? Die Furcht davor, was ich deinen Freunden antun werde, bringt dich her. Du weißt es. Ich weiß es. Also ich kann es ablegen und wieder anlegen. Ich schau mal kurz auf der Map, kann ich nicht. Wisst ihr was, wir versuchen mal was. Jetzt der Truck. Na dann, okay. Ein bisschen Schmoren rum. Master Bruce, hören Sie mich? Es scheint, jemand verfolgt Ihre Bewegungen durch die Stadt. Das habe ich geahnt. Ich werde wohl etwas verpasst, Sir. Von wem reden Sie? Die Würfel sind gefallen, Batman. Von nun an brauche ich deine volle Aufmerksamkeit. Der Albtraum ist fast vorüber und dein Versagen fast vollendet. Ich kann es sehen und bald wird es die ganze Welt sehen können. Deine Augen verraten dich. Die Furcht hat dich okay, what is happening? Ach scheiße, wir haben jetzt übrigens wirklich keine Ausrüstung. Also jetzt einen auf Greifhaken machen oder irgendwas so, oder so ein Batarang schmeißen geht nicht mehr. Oh, the Monarch Theater. Ein glückliches Paar. Aber schade um den Jungen. Der kleine Bruce ist nie darüber hinweggekommen, nicht wahr? Naja, wer hin ist, ist halt hin. Das Leben geht weiter, Kleiner. Lass los, beende es. Geh zu deinen Eltern. Ja, Onkel Jay übernimmt jetzt den Laden. Ich bin stärker als je zuvor. Du kannst nicht gewinnen, Fledermausherren. Oh boy. Oh, sieh dich um. Ich
will kein Pessimist sein, aber du bist leicht in der Unterzahl. Also entweder irre ich mich oder die Exekution, die Finisher wären brutaler. Oh. Die wären aber sehr viel brutaler. Deine toten Eltern können doch härter zuschlagen. Ich glaube, Batman wird langsamer, sicher wahnsinnig. Ich kann die ganze Nacht weitermachen, Bats. Mein Geist ist willig, dein Fleisch ist schwach. Autsch. Okay, einen guten Backbreaker am Start. Ach, du kannst mich nur auf eine Weise stoppen, Bruce, alter Junge. Na komm schon, du hast mich schon mal getötet. Es wird jedes Mal leichter. Bist endlich ausgerastet. Was? Das war's mit der Kontenance. Und meinem Genick. Diesmal kannst du es nicht leugnen. Du hast den Verstand eines Killers. Und dieser Verstand ist meiner. Es ist vorbei, Bruce. Du hast die blutige Grenze überschritten. Und jetzt wird mich Scarecrow befreien. Es tut mir leid, Robin. Bist du bereit? Es wird nicht so enden, wie du denkst, Crane. Genug der Tapferkeit. Dafür ist es jetzt zu spät. Mir ist egal, wer du bist. Aber ihnen nicht. Ich werde ihnen ihre Hoffnung nehmen. Wenn sie dir in die Augen starren, werden sie dich beschuldigen. Das Versagen wird ein Gesicht und einen Namen tragen. Es ist Zeit. Mr. Gordon, erweisen Sie mir die Ehre. Niemals. Von dir nehme ich keine Befehle mehr entgegen. Du Mistkerl! Nimm die Maske ab, oder mein nächster Schuss wird ihn töten. Es ist okay. Nichts ist okay. Du weißt, was das bedeutet. Das ist das Ende. Wenn die rausfinden, wer du bist, gibt es kein Verstecken. Du musst mir vertrauen, Jim. Los. Ist enthüllt. Machtlos, menschlich, ängstlich. Oh.
warten wir noch. Erledigen wir ihn. Nein, nein, wir machen das richtig. Er muss sich dem Recht stellen. Er hat 50 unserer Männer kalt gemacht. Wir sollten ihn erledigen, bevor er aufwacht. Er ist zu gefährlich. Wir haben ihn mit 100 Knarren im Visier. Der geht nirgendwo hin. Leute, Leute, Leute! Ha, es ist schön, euch zu sehen. Es war eine Mordsarbeit, euch aufzuspüren. Uns aufzuspüren? Wir haben dich. Oh, Koppelpott. Stets grausam, aber nie gewieft. Croc, alter Junge, du solltest dich ducken. Is happening. Okay, das Joker-Mobil ist am Start. Ich versuche die ganze Zeit Thumbnails zu machen, kleiner Funfact, aber dieses Spiel lässt mich den Fotomodus nicht aktivieren. Sehr unangenehm. Aber ein bisschen schwund ist immer. Was ist hier los? Ich frage mich gerade. Wir bringen gerade einfach einen Haufen Leute als Joker um und er ist im fucking Batmobil. Ich habe so das Gefühl, als würden wir unsere Special aufladen und dann passiert was. Leute! Wo seid ihr denn hin? Ich bin's, bitte! Was muss ich tun, damit du aufhörst? Büchertum konnte ich noch nie leiden, Koppelpott. Okay. Du, komm her! Nein, 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 nein! Werde ich nicht! Ich kann's nicht fassen! What the fuck? Eine Geisel, Nigma? Nein, wie putzig. Du kannst hier nicht leben, Kraus. Nicht nach dem, was du getan hast. Ich bin der Kampenkönig, Clownfürst des Chaos, der Schalk des Schlachtens. Du hältst mich nicht auf. Beende diesen Wahnsinn. Bitte. Weißt du, was jetzt geschieht, Bruce Wayne? Ich werde dich nicht töten. Ich werde dich befreien. Sei frei und sieh, wie die Stadt, die du beschützen wolltest, zerfällt. Frei zu sehen, wie jeder, den du liebst, zu Tode gehetzt wird. Jeder Schrei, jeder Tod. Vergeltung für alle von Batmans Taten. Gut. Was? Verstehst du denn nicht? Es ist vorbei. Mach dich bereit für die Zugabe. Ja!
Wo bleibt deine Furcht? Ich bin wohl immun. Hey, Bats, bist du noch da? Bats, bist du das? Oh, Bats! Welch ein Spaß. Okay. Huhu, knusprig. Ach, dem Körper bin ich ohnehin entwachsen. Willst du mir irgendetwas sagen, Bats? Ich bin nicht tot. Ich bin lebendiger als eh und je. Oh, Momentchen mal. Das da, das ist nicht mein Grab. Oh nein, 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 das ist zu klein und überwuchert. Wo ist der Grabstein? Das ist... Aber sicher, ich verstehe. Sie haben mich vergessen. Sehr witzig, Bats. Aber das wird nicht passieren. Manche Witze sind wirklich gespielt. Siehst du, alter Junge? Du bringst mich doch nicht ins Grab. Ich muss leider sagen... Ich habe mich halt wirklich ein bisschen erschreckt. Ach, Sörle. Harley, das nennst du Leichenschmaus? Wo sind denn alle? Hast du die Einladungen vergessen? Gib's zu! Harley, hör auf zu heulen und zauber mir einen Leichenschmaus! Harley! Harley! Ich weiß, was du vorhast, Bats. Du und dein Kopf. Glaubst du, das macht mir Angst? Willkommen zu Guten Abend, Gotham. Mit mir, Vicky Vale. Und mir, Glenn Woodburn. Also, Glenn, heute ist der Jahrestag von Jokers Tod. Was fällt Ihnen dazu ein? Entschuldigung, wer? Der Joker. Erinnern Sie sich nicht? Der Typ mit den Fragezeichen, der ist tot? Nein, nicht er. Vicky, helfen Sie mir auf die Sprünge. Wissen Sie was? Es spielt keine Rolle. Vergessen wir ihn einfach und fahren wir fort. Ja, vergessen wir ihn und fahren wir fort. Des Weiteren wurde heute ein Museum über Batman und seinen Erzfeind, den Pinguin, auf Bleak Island eröffnet. Was? Du glaubst, das ist unheimlich, Bats? Wenn ich hier rauskomme, werde ich an jede Wand Gothams meinen Namen mit Blut schmieren. Ich werde ihn in jede Leiche ritzen. Niemand wird mich je vergessen. So, wie komme ich jetzt hier heraus? Versuchen, die Wand einzuschießen? Ah. Wo bist du? Okay. Komm raus! Wieder einen auf Wand einschießen machen? Nein. Ich finde dich! Ich sehe ein Bild. Zeig deine Visage! Keine Lust mehr, Bats. Thank you.
oder ich verschwinde! Get the fuck out here, würde ich behaupten. Aber sowas von stark. Weißt du, du hattest mir fast schon einen Schreck eingejagt. Mir? Vor was sollte ich denn Angst haben? Du hast Angst, zu Asche zu werden. Du hast Angst, vergessen zu werden. Und du wirst vergessen werden, Joker. Dank mir. Ganz schlecht. Ich bin die Rache. Ich bin die Nacht. Ich bin Batman. Leb wohl, Joker. Nein, Bruce! Verlass mich nicht, bitte! Ich brauche dich! Verstehst du, Gotham? Du hast keinen Erlöser. Nie wieder Hoffnung. Nie wieder, Batman. Ich habe gesiegt. Ich habe keine Angst, Crane. Unmöglich. Ohne Angst ist das Leben sinnlos. Was ist los? Angst. Er ist stark. Er wird das überstehen. Pass auf ihn auf. Auf sie alle. Du warst ein guter Freund. Der beste, den ich je haben konnte. Du warst von Anfang an da. Und jetzt siehst du, wie es endet. Das beste Geschenk heute Nacht. Kaum zu glauben, dass er hier ist. Bruce Wayne also. Wenn es dir recht ist, dann bleibe ich bei Batman. Die holen mich. Du klingst ängstlich, Crane. Gewöhn dich dran.
ist vorbei. Die Welt weiß Bescheid. Was nun? Gotham braucht Batman noch. Für eine letzte Nacht. Und dann? Zeit für das Nightfall-Protokoll. Sind Sie sicher? Es gibt keinen anderen Weg. Ich brauche die Stimmbestätigung. Martha. Sehr wohl, Master Bruce. Ihre Anweisungen werden genau befolgt werden. Und damit haben wir die Hauptstory von Batman Arkham Knight abgeschlossen. An dieser Stelle muss man sagen, also wenn man wirklich jetzt das Spiel durchspielen wollte, müsste man absolut alles machen. Die Sache ist, das habe ich ja schon im Let's Play gesagt, auf den Riddler habe ich keine Lust mehr. Und einige, also zum Beispiel hier diese Verfolgungsjagden, das ist so langweilig. Und auch das mit den Feuerwehrmännern habe ich mich jetzt auch anders entschieden, weil wir würden jetzt wirklich im Spiel nichts Neues mehr machen. Keine tollen Cutscenes, keine neuen Fähigkeiten oder sonst was, sondern wir würden wirklich immer nur das Gleiche machen. Und das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Und deswegen haben wir jetzt auch eben den Hauptbösewicht gestellt, sage ich jetzt mal. Ihr seht jetzt hier ein bisschen was. Das haben wir wirklich schon in den vorherigen Parts gemacht. Ich habe das Let's Play ein bisschen in anderer Reihenfolge hochgeladen, damit das alles ein bisschen mehr Sinn macht, sage ich jetzt mal. Aber ich werde jetzt tatsächlich das Let's Play beenden. Ich werde mir das Nightfall-Protokoll im Internet zusammensuchen, weil wie gesagt, man muss alles, absolut alles in diesem Spiel machen und da habe ich keine Lust drauf. Aber die Sache ist, ich werde nie wieder ein Batman Arkham Knight Let's Play machen mit extremer Wahrscheinlichkeit. Und deswegen möchte ich euch das nicht vorenthalten und deswegen sehen wir uns jetzt gleich bei den Credits wieder, damit ich wirklich meine finalen Worte zu Batman Arkham Knight sagen kann und euch auch ordentlich Tschüss sagen kann, denn wir haben jetzt, hör mal, das sind ja 62, 61 Parts, wir haben eine ordentliche Reise gemacht mit Batman, sage ich jetzt mal, da bin ich auch sehr dankbar für, aber wie gesagt, da kommen wir gleich erst zu. Vergiss nicht, du Nervensäge. Jedes Rätsel, das du löst, gibt mir ein paar mehr Informationen über dich. Bald habe ich eins für dich, das dich umbringt. Alfred, die Stadt ist sicher. Ausgezeichnet, Sir. Gothams niederträchtige Subjekte wurden in ihre Schranken gewiesen. Sie können außerordentlich stolz auf sich sein. Die Stadt steht für immer in ihrer Schuld. Zeit für Nightfall. Es ist alles bereit, Sir. Der Batwing ist auf dem Weg zum GCPD-Treffpunkt. Ich habe die Wolke darüber gesehen. Sagen wir, er will aus. Es heißt, dass da der Joker zum, du weißt schon, Joker wurde. Das ist ein Mythos. Einige werden wahnsinnig geboren. Er ist so einer. Geschafft. Gotham ist sicher. Danke, Bruce. Für alles. Leb wohl, Jim. Zeit, dass wir ausrücken und uns unsere Stadt zurückholen. Für GCN, direkt vor Wayne Manor. Nach der dramatischen Enthüllung, dass Milliardär und Playboy Wayne...
das wirklich tun, Master Bruce? Ich muss. Nur so können wir sie schützen. Nun gut. Wir sahen gerade Bruce Wayne, der sich als der maskierte Rächer Batman herausgestellt hat und keinen Kopf... Hat es sich abgespielt. So ist der Batman gestorben. Ein Freund sagte mir mal, Kriminelle seien ein feiger und abergläubischer Haufen. Dass man, um sie zu besiegen, etwas braucht, das ihnen Angst macht. Jetzt verstehe ich. Seine Welt wurde dunkler und unsere auch. Als sein Krieg vorbei war, konnten wir ein neues Leben beginnen. Er hat uns befreit. Damit wir leben. Damit wir lieben können. Es gab natürlich eine Untersuchung. Hunderte Verdächtige. Wer tötete Bruce Wayne? Wir werden es wohl nie erfahren. Wie geht es weiter? Kriminelle sind feige und abergläubisch. Was geschieht, wenn sie nichts mehr fürchten? Wer beschützt Gotham? Jetzt, da Batman tot ist. Niemand wird kommen, Lady. Nimm sein Geld. Hey, Freak! Vielleicht wusstest du es nicht. Batman ist tot. Ja, sowas macht uns keine Angst mehr. Was zur Hölle? So, Leute. Tja, das war's. Das war Batman Arkham Knight im Let's Play. Wir haben das Spiel komplett durchgespielt, beziehungsweise klar, ich habe den Riddler nicht gemacht und einige andere Sachen, auf die ich schlichtweg keine Lust hatte, aber wir haben es durch, geil. Also mir hat das Let's Play sehr viel Spaß gemacht, weil ich muss halt einfach sagen, Batman, die Arkham-Serie, das ist mit einer der besten Spielserien, die meiner Meinung nach ich kenne, weil... Es macht mir einfach so viel Spaß, als Batman in der Gegend rumzulaufen, meinetwegen Leute wegzuschleichen, also im Sinne von der Jägermodus, wo dann alle Waffen haben, wo man dann wirklich ein bisschen taktischer vorgehen muss. Währenddessen ist dann wiederum natürlich den guten alten Kampfmodus gibt. Ey, der Kampf! Der Kampf ist in der Arkham-Reihe so geil gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll anderes. Also ich habe noch in keinem Spiel ein so... dermaßen spaßiges Kampfsystem gesehen wie in der Batman Arkham Reihe, weil das spricht mich einfach auf voller Linie an, weil das ist extrem schnell, es benötigt die kleine Prise an Skill, also es ist nicht schwer zu lernen, aber es ist hard to master, weil an sich ist es ja nur ein bisschen blocken, ein bisschen kloppen und dann halt ein paar Gadgets benutzen, aber wenn dann halt spätestens die ganzen Gegnervariationen am Start sind, dann muss es wirklich gemastert werden, sage ich jetzt mal. Das macht mir einfach so scheiße viel Spaß. Und das war auch erneut in diesem Let's Play so, also klasse, einfach nur klasse. Währenddessen muss ich aber halt sagen, dass Batman Arkham Knight, die Hauptstory, die ist nicht schlecht. Aber was mich halt so ein bisschen gestört hat, ist, also, das ist euch, also wenn ihr das Let's Play geguckt habt, dann wird euch das auch aufgefallen sein, aber
Ab einem bestimmten Punkt in der Hauptstory wird quasi der Hauptbösewicht kaum noch wichtig. Also man verfolgt ab irgendeiner bestimmten Stelle gefühlt nur noch den Arkham Knight. Das macht selbstverständlich auch irgendwo Sinn, aber Scarecrow ist quasi so gut wie gar nicht mehr am Start. Man versucht, also genau, das war nämlich die Zeit, wo man den Cloudburst gesucht hat. Also gefühlt hat man immer gesagt bekommen, yo, wo ist der Cloudburst? Und Alfred dann so, ja, keine Ahnung. Und dann hat man halt irgendwas mit dem Arkham Knight gemacht. Ist nicht schlecht, aber ich fand das nicht so gut, dass dann wirklich der Hauptbösewicht einfach so dermaßen vorne abgelassen wurde. Was ist mit meinem Deutsch los? Meine Fresse. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also das fand ich jetzt nicht so geil. Und ne, der Arkham Knight, als wir den dann endlich besiegt haben und das wirklich auch Jason Todd ist, klar, er hat am Ende Batman quasi gerettet. Aber Leute, der wird nicht ein einziges Mal noch erwähnt. Nicht so, Batman sagt wirklich nichts. Er sagt ihm, yo, Digga, hör mal auf, so böse zu sein, so sinnesgemäß. Und er dann so, ja, nee, mach ich nicht. Und dann am Ende kommt halt raus, ja doch, er hat's geschafft, also Batman hat's geschafft, Jason Todd zu überreden, dass er doch wieder gut wird. Punkt. Das war's, ernsthaft? Also, das finde ich halt, das ist mir schon beim ersten Mal spielen aufgefallen, das finde ich, dass dafür, dass das so eine große Überraschung ist, dass Jason Todd noch lebt, juckt das Batman recht wenig, dass er dann plötzlich doch gut geworden ist. Also das wird halt einfach so gut wie nicht mehr im Spiel gesagt und das finde ich extrem schade, weil ja auch wie gesagt das mit Scarecrow, dass der halt für eine komplette Zeit, obwohl er der Hauptbösewicht ist, quasi aus dem Spiel verschwindet. Das finde ich einfach storytechnisch nicht geil gemacht. Das haben die vorherigen Arkham-Teile, an Origins muss ich zugeben, kann ich mich nicht mehr so gut erinnern, aber Asylum als auch City, die haben die Story sehr viel besser gemacht, wenn man mich fragt. Und jetzt geht meine Uhr ab, geht gar nicht, so. Aber ja, trotzdem ändert das nichts daran, dass ich denke, dass Batman Arkham Knight ein gutes Spiel ist. Es ist leider nicht so gut wie City, weil das Batmobil, es ist nett damit rumzufahren, aber dieses ständige Drohnen abschießen, das ist jetzt nicht so, ich finde das jetzt nicht so geil. Das war auch eben mit einer der Gründe, wieso ich zum Beispiel nicht eben diese Minen ständig ausgebuddelt habe, weil diese Minen zu entschärfen ist essentiell ständig nur diese Panzer zu besiegen, also das fand ich jetzt auch nicht so ultra geil. Hat hin und wieder mal Spaß gemacht, aber ja, weiß nicht. Also das Rumgeschieße, bin ich nicht der größte Fan von. Ja, die Sache ist aber insgesamt, also das ist ja das letzte Spiel der Arkham-Reihe und die haben auch gesagt, die wollen kein Spiel mehr von der Arkham-Reihe haben. Mann, was ist denn los? Die wollen kein Spiel der Arkham-Reihe mehr machen. Finde ich selber scheiße. Also ich würde ein nächstes Arkham Knight auch spielen, aber es gibt ja Gerüchte, dass es quasi ein nächstes Batman-Spiel dann mit Damian Wayne oder wie auch immer der Sohn von Batman oder Vater? Ich weiß es gerade nicht, aber Batman-Spiele werden uns definitiv noch entgegengeschmissen, sage ich jetzt mal, weil dieses Spiel, also nicht dieses Spiel, aber die Reihe, die hat so viel Geld generiert. Ich kann euch leider keine Zahlen nennen, ich habe jetzt keine Lust gehabt, das extra rauszusuchen, aber die hat wirklich extrem viel Umsatz gemacht und die war auch wirklich sehr beliebt. Und deswegen sage ich auch ganz klar, wir werden, glaube ich, Batman irgendwann wiedersehen in einer Arkham-Reihe. Klar, die haben jetzt erstmal gesagt, die hören auf damit, aber ich glaube, das, was Batman mit Arkham Knight passiert ist, ist quasi dasselbe, was eben mit Mass Effect Andromeda am Start ist. Beide Spiele haben extrem was verkackt, deswegen haben die eben so ein schlechtes PR, sage ich jetzt mal, gehabt und die ganzen Probleme, die sie eben hatten. Aber das wird irgendwann wiederkommen. Also die wurden jetzt einfach erstmal aufs Eis gelegt, damit dann erstmal ein bisschen, sage ich jetzt mal, gechillt wird, was die Marken angeht. Kann ich auch verstehen, also als Batman Arkham Knight rauskommen. Boah. Erst recht die PC-Version, muss ich glaube ich nichts drüber sagen. Das war nichts weiter als peinlich und inkompetent. Mehr nicht. Also von Leuten, die wirklich die Arkham-Reihe gemacht haben, dann so eine Scheiße präsentiert zu bekommen, das war lächerlich. Aber gut. Zum Ende übrigens noch eben zu sagen, da gibt es so ein paar Theorien, was da so am Start ist. Da war ja am Ende Batman quasi in so einer Dämonenform und es gibt da so ein paar Theorien, dass quasi, also Batman und Alfred sind nicht tot, ne? Klar, die Wayne, die Villa ist in die Luft gesprengt worden, aber die haben sich selbstverständlich nicht umgebracht. Es gibt dann nämlich so ein paar Theorien, dass eben
Batman sich tatsächlich das Angsttoxin geschnappt hat und quasi halt seinen Tod gefaked hat. Und jedes Mal, wenn er dann eben neue Leute bzw. Bösewichte encountert, also trifft, benutzt er dieses Angsttoxin, um einfach ein bisschen abzulenken. Also dass Leute wirklich noch mehr Angst vor Batman haben, weil sie denken, er ist tot, aber in Wahrheit ist er das gar nicht. Dass er dann quasi so ein bisschen Einsiedler, so ein Einsiedlerleben hat als eben Batman und dass andere Leute nicht mehr wissen, dass er wirklich noch am Leben ist. Ist aber nur eine Theorie, also es gibt aber noch so ein paar andere Theorien, weil in den Batman-Comics in einigen wird sogar Azrael der neue Batman, nachdem der echte, also Bruce Wayne, halt irgendein Problem hatte, ich weiß nicht mehr, in irgendeinem Universum, sage ich jetzt mal, oder in irgendeinem Comic-Heft wird Batman von Bane das Genick gebrochen und dann übernimmt halt an seiner Stelle entweder Azrael oder auch Robin oder auch Nightwing. Ich glaube, es gibt alle Varianten, wo jeder so ein ganz kleines bisschen mal in die Batman-Rolle schlüpft. Aber das soll es jetzt wirklich erstmal gewesen sein. Dieser Part ist sowas von scheiße lang. Das wird lustig zu rendern, aber ja. Vielen herzlichen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt, das ganze Let's Play lang. Typischerweise haben meine Let's Play nicht so die Ultra-Aufrufe, aber ich habe es weitergemacht. Das heißt, es haben sich mindestens ein paar angeschaut. Und dafür bin ich dankbar, weil ich habe, wie gesagt, sehr viel Spaß an diesem Spiel gehabt. Wir werden jetzt, ich hatte ja so einen Zeitplan, dass ich Montag, Mittwochs und Freitags in mein Let's Play Teil bringe. Da werde ich natürlich jetzt abweichen von, ich werde mal gucken. Vielleicht mache ich jeden zweiten Video Tag ein Video, vielleicht mache ich jeden dritten Tag ein Video. Vielleicht würfel ich einfach meine Videos durch die Woche. Aber ich denke, mindestens zwei Videos oder drei werdet ihr die Woche bekommen, wenn nicht sogar mehr. Also, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, sage ich jetzt mal. Aber an dieser Stelle würde ich tatsächlich sagen, das war bisher mein allerlängstes Let's Play und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dementsprechend sage ich dann auch, weil das Video so lange ist, werde ich übrigens das komplette Ende, also hier jetzt diese Credits, die werde ich nicht mehr reinnehmen. Also normalerweise würde ich sie reinnehmen, aber das ist fast ein Stundenvideo. Ich kann das, wenn ich mit ein bisschen Pech, kann ich das hier schon nicht mehr rendern, weil wegen 2K und so. Und seien wir mal ehrlich, es juckt keinen. Und dementsprechend sage ich dann auch vielen herzlichen Dank fürs Anschauen. Leute, in Deutschland angefangen, in Southampton beendet. Sehr, sehr coole Sache, das mit dem Let's Play. Und dementsprechend sage ich dann auch vielen herzlichen Dank fürs Anschauen. Ich bin raus. Haut rein.